Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zu meinem neuen kleinen Projekt. Und ich sage bewusst kleinen Projekt, weil das ist wirklich ein kurzer Projekthappen, möchte ich sagen. Wir spielen To the Moon. To the Moon, ein Spiel, was so aussieht wie die besten Rollenspiele des SNES-Zeitalters. Das werdet ihr gleich sehen. Ein Spiel erstellt mit den RPG Maker, den vielleicht einige von euch kennen. Und ein Spiel, was aber kein RPG oder ein JRPG oder sonst etwas ist. Am ehesten ist es, glaube ich, ein, ja, könnte man sagen, es ist ein Walking Simulator ohne den 3D-Effekt. Die Narrative ist klar im Vorteil. Nicht im Vorteil, im Vordergrund, sorry. Und ich möchte jetzt gar nicht lange reden. Ich möchte, dass wir das Spiel erleben. Ich spiele mit einem Controller und ich kenne das Spiel nicht. Das ist ein Blind Let's Play. Ich wünsche uns viel Spaß. Es soll sehr emotional werden. Ich bin gespannt. Los geht's. Fast. Wenn ich wüsste, welche Taste ich drücken muss. Ah, okay. Ich liebe solche Grafiken, ne? Pixel Art. Wunderschön. Oh, das Mädchen spielt sehr schön Klavier. Aber irgendwas ist geschehen. Oh je. Wo bist du mit deinen Gedanken, Neil? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Na. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben seinen Lieblingsfellknäuel gerettet. So, Krise abgewendet. Gut, das kannst du dann ja alles so in den Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Okay, da steht, was man mit der Maus macht, aber ich denke mal, mit dem Controller ist es ähnlich. Okay, wir können hier unsere Figuren steuern. Und die Dame folgt uns auch automatisch. Ausrüstung erhalten. Hab das Mistding. Lass uns losgehen. Okay, da steht. Was steht da? Weg zum Haus der Wiles. So ein Schild aufzustellen, wenn man mitten im Nirgendwo lebt, das ist ja schon fast eine Einladung für Einbrecher. Naja, die Frage ist, wo wir lang müssen. Wir können hier lang. Das Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Oh, wie nett von ihm zu existieren. Okay, wir müssen wohl doch da lang. Aber malerisch haben sie es hier. Hier ist so ein kleiner Bach. Na gut, Dr. Watts trägt ein schweres Gerät. Hey, warte mal. Was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Wie du immer an mich denkst. Oh, ein Vogel. Sehr schön, wir gehen hier weiter. Oh, jetzt steuern wir sie. Man wechselt quasi automatisch hin und her, denke ich mal. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt?
Vielleicht ist das das Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir, ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld. Wir versuchen es erstmal mit den Händen, würde ich sagen. Alles klar. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ach. Das hast du auch gesehen? Was war das? Kein Felsbrocken. So viel steht fest. Naja, wir müssen sowieso weiter. Wir können später noch darüber nachdenken. Ja, genau. Okay, irgendwas Seltsames geht hier vor. Der ist ja weg. War der aus Gummi, der Felsbrocken? Oh, Eichhörnchen. Sehr malerisch hier. Okay, offensichtlich geht's hier weiter. Okay, wir scheinen am Meer zu sein. Ich höre Brandung. Oh, ein schöner Vorgarten. Mit Blumen. Ich möchte mich gerne hier hinsetzen. Nein, wir haben ja eine Aufgabe zu erfüllen, deswegen sollten wir jetzt ins Haus. Mom, Sie sind da! Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Da geht noch was. Nachtschichten. Liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifelte, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund. Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Ach, davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und deine Augenlider werden... Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Erster Akt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Dr. Watts und Dr. Rosalie nehme ich an. Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem. Ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh nein, ich bin nur die Pflegerin. Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann? Johnny? Hören Sie... Wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben. Sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Also dann, schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadensersatz. Ausrüstung erhalten. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Ja, interessant ist, ich habe jetzt erst gedacht, die zwei hier wären Ärzte, aber der Arzt ist ja schon da, offensichtlich. Nach oben? Ja, sicherlich. Wir schauen uns später um, wenn das möglich ist. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen.
Das ist nicht fair, du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligen Noten. Okay, Düdi, Düdi, ich verstehe. Sehr schön. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey, du bist derjenige, der hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ja, ja, komm schon. Da liegt jemand im Bett, am Tropf. Wollen Sie aufbauen? Erstmal schauen wir uns um. Ach, ich glaube, ich möchte dieses unfassbar schwere Gerät noch ein wenig länger durch die Gegend tragen. Aber danke der Nachfrage. Sehr schön. Er ist nicht mehr ansprechbar. Aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Oh. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihm bleibt. Aber ich würde mich beeilen. Okay, der scheint im Sterben zu liegen. Ist ja direkt schon wieder bitter. Wollen Sie aufbauen? Ja, das machen wir jetzt. Ja, dauert nur einen Augenblick. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Oh Mist. Reine Routine. Ich teste nur, ob ihr aufpasst. Wie macht er sich? Nicht so gut, wenn Sie mich fragen. Er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der Wahnsinn. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedrehter, was? Also, ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich seine verdammte Zeitungsjunge wäre. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, könnten Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen. Er hat Sie beide ja beauftragt. Gut. Dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Wer soll das Haus durchsuchen? Dr. Watts oder Dr. Wurselin? Das ist jetzt schon, eine gute Frage. Ich würde sagen, Dr. Watts. Dr. Watts, mit Dr. Watts kann ich mich eigentlich gut identifizieren. Ich mach das. Ich hab mal den Sherlock Holmes in der Theater AG gespielt. Du hast den Watson gespielt? Pff, ist doch das Gleiche. Nicht wirklich, aber egal. Einfach hier konfigurieren. Sie läuft schon.
Meine Kinder können sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Ja, das sind sie, aber wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Eine Auswahl medizinischer Fachartikel. Okay. Hier steht ein Beistellbett, sehe ich gerade. Schon was gefunden, Sherlock? Nee, noch nicht. Er ist nicht mehr ansprechbar. Aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihnen bleibt, aber ich würde mich beeilen. Das hast du schon mal gesagt, ja. Tommy und Sarah können sie im Haus herumführen, wenn sie Hilfe brauchen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Ich schaue mich erstmal so um. Offensichtlich kann man hier raus oder zumindest aus dem Raum raus, aber da komme ich gar nicht hin, ne? Doch, so. Okay, ein Badezimmer hier. Kann man das Licht anmachen? Oh, ich muss mal aufs Klo. Oioioi. Nein, nicht wirklich. Okay. Vielleicht ist die Führung mit den Kindern doch ganz gut. Ehe wir hier jetzt völlig wild durch die Gegend laufen. Warten Sie. Kommen Sie noch mal kurz zu mir. Ich habe hier etwas für Sie. Okay, was denn? Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Für die habe ich nämlich ein Händchen. Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Okay, wie kommen wir denn ins Menü? Okay, wir haben hier Charaktere. Okay, das sind wahrscheinlich die Charaktere, die wir gerade steuern. Dr. Neil Watts steuern wir. Da oben sehen wir auch den Herzschlag. Ich würde jetzt mal deuten, dass der langsam, aber ruhig ist. Notizen haben wir keine, aber wir haben den kabellosen Kontrollmonitor. Stellt zur Live-Überwachung eine kabellose Verbindung zum öffentlichen Monitor her. Das ist schön. Okay. Dann gehen wir nach unten, würde ich sagen. Oh, da spielen die Kinder wieder. Sehr schön. Ist fast schade, dass ich sie unterbrechen muss. Wunderschön. In dem Alter schon so ein Duett spielen? Respekt. Naja, hilft ja nichts. Was wollen Sie? Ja, durchs Haus geführt werden, natürlich. Hey, eure Mom will, dass ihr mich durchs Haus führt. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung, das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja! In Ordnung. Reden wir drüber. Was wollt ihr drei Käsewuchs? Wir wollen $1 Trillion. Oder die Zuckerstange, die Mom vor uns versteckt. Ja, oder die. Was? Da ist eine riesige Zuckerstange oben in dem Regalfach, an das wir nicht rankommen. Sie liegt in der Küche. Mom hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeiten erledigt haben. Holen Sie sie für uns und wir machen mit Ihnen eine Tour durchs Haus. Wie sieht's aus? Klar hole ich sie. Ihr habt Glück, dass ich keine Lust habe, wieder die Treppen darauf zu rennen, sonst würde ich das eurer Mutter erzählen. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen Sie sie uns. Das ist ja einfach wie eine schreckliche Quest und das gleich am frühen Abend. Ja, genau. Aber zumindest müssen wir nicht in Keller Ratten erledigen. Wo sollte die Küche sein? Direkt neben der Treppe. Ist das hier die Küche? Das sieht ja nicht wie die Küche aus, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich hier rein, ne? Da ist die Zuckerstange. Na. Okay, er kommt auch nicht hin, aber ich mache erstmal das Licht an. Ist auch so ein angenehmes Licht immer, ne? Sehr warm und schön. Können wir hier so einen Stuhl schieben? Oder das hier? Offensichtlich. Zuckerstange erhalten.
Jawohl. Das ist simpler, als einem gelähmten Kind den Lolli zu klauen. Ja, das ist ja auch eine Zuckerstange und kein Lolli. So. Hier ist eure Süßigkeit, ihr Blagen. Alles klar, Kinderchen. Ich musste viele Gefahren trotzen, aber nun habe ich die Zuckerstange. Vermutlich ist sie ein Jahrzehnt alt und schmeckt wie alter Fußboden, aber man kann sie wunderbar als Gehstock benutzen. Sehr schön. Gut, wo fangen wir an? Ich weiß, da ist dieser seltsame Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Welcher seltsame Raum? Sie werden schon sehen. Ist gruselig. Wir brauchen aber die Schlüssel. Der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Im Arbeitszimmer? Dann suchen wir mal das Arbeitszimmer. Ist das vielleicht hier? Oh, tatsächlich. Das ist der Bücherraum. Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist im dicksten Buch des oberen Regals. Machen natürlich erstmal wieder das Licht an und schauen uns auch anderweitig um. Aber so viel kann man sich, glaube ich, gar nicht. Upsi. Oha, fast in die Farben getreten. So viel anschauen kann man sich gar nicht. Das gleicht die Geschichte eines Mädchens, das sich in einen Zombie verliebte, der im sanften Sonnenlicht den Duft von Veilchen verströmte. Okay. Vielleicht nächstes Mal. Aber wir haben den Zimmerschlüssel gefunden. Der Mann weiß, wo man Sachen versteckt. Das Pilgererbuch der Origami-Kunst, Band 1. Wie verhindere ich schwere Verletzungen, bitte? Beim Origami-Falten? Es gefällt mir. Das Pilgerer-Handbuch der Origami-Kunst hat bereits die große Wikipedia Origamia als Standardwerk gesammelten Wissens über die Kunst des Papierfaltens verdrängt. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur oder zumindest reichlich ungenau sind, so bietet es gegenüber dem alten pedantischen Werk doch zwei Vorteile. Erstens ist es selbst aus Papier. Und zweitens enthält es zahlreiche Pflaster, um die umgänglichen Papierverletzungen, die man sich bei einem Studium dieses Buches zuzieht, zu verarzten. Und wir alle wissen, es ist schrecklich, sich am Papier zu schneiden. Weiterlesen? Natürlich. Für einen Großmeister der Papierfaltkunst ist es absolut unerlässlich, dass jedes Origami in genau 42 Schritten hergestellt wird. Auf den meisten Origami-Turnieren gelten Scherenschnitte als Betrug, aber Messerstiche können durchaus vorkommen. Origami-Turniere? Gibt's sowas wirklich? Genug gelesen. Wir haben den Schlüssel. Ihr wolltet zu einem seltsamen Raum im Keller. Tommy hat immer Bücher nach mir geworfen und nannte das eine Bücherschlacht. Bis ich eines Tages mal eins zurückgeworfen habe. Da brauchte er dann ein Pflaster. Nur ein Haufen Bücher hier drin. Da steht eh nichts drin, was ich noch nicht weiß. Ja, ist klar, kleiner Mann. Wir können jetzt den seltsamen Raum im Keller aufschließen. Der Keller wird offensichtlich hier sein. Das ist der Keller. Hier spielen wir immer Verstecken. Schalten Sie das Licht an, damit Sie nicht stolpern. So. Vermutlich ist das diese Tür, aber ich gucke mich trotzdem natürlich weiter um. Die Truhe ist verschlossen. Hier haben wir immer lauter coole Sachen gefunden. Muffige Bücher, muffige Eimer, muffigen Käse, alles Mögliche. Na, aber hauptsächlich Muffiges wahrscheinlich. Einmal, als wir hier unten waren, ist Tommy die Treppe heruntergefallen. Er hat sich einen Zahn abgebrochen, aber ist ja sowieso hässlich. Kinders, ihr seid ja nett zueinander. Geschwister halt, ne? So, was haben wir hier? Auch hier kann man sich nichts... Doch, der Schrank ist voll mit verstaubten Büchern. Die Vitrine ist voll mit unbenutztem Porzellan. Kartons gefüllt mit farbigem Papier. Und eine verschlossene Truhe. Na gut, aber
Eigentlich wollen wir ja hier durch die Tür. Ist das hier ein Ofen? Und neue Bücher? Ein staubiger Stapel alter Animorphs-Bücher. Ja, okay. Gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir hier durch die Tür. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.